kann mich noch erinnern, mein Vater kam in die Wohnung gerannt. Schau mal, was Papa da hat. Ich war so gespannt, denn er hielt einen großen Karton in der Hand. Schob den Fernseher zur Seite und schloss die Konsole daran an. So fing das an, meine erste Spielekonsole. Ich hab gezockt, nicht mehr geschlafen, ich wollte nie wieder ohne. Egal ob Pac-Man, Zelda, Tetris oder Battle Chess. Ich verbrachte Stunden und manchmal ganze Nächte vor der Nintendo DS mit Super Mario Bros, Peter Pan und den Piraten. Die Kassetten waren so groß, man konnte damit Mammut zerschlagen. Wenn Mama sagte, ich soll aufhören, ging's erst richtig los. Und denk ich heute zurückkommen, nach Erinnerungen hoch. Ich spielte Alpha Mission, Castlevania und Alpha Chicken. Mega Man war einer meiner absoluten Favoriten. Oft hatte ich Kreuze vom zu langem Sitzen. Doch selbst bei schönem Wetter spielte ich World Cup und den Park zu kicken. Oft hab ich keine Lust mehr, ich selbst zu sein, ich selbst zu sein. Dann schlüpfe ich einfach in die Rolle von einem meiner Helden rein, um nicht ich selbst zu sein. Denn manchmal wird mir alles zu viel und ich muss weg. Mir wird die Welt zu klein. Dann schlüpfe ich einfach in die Rolle von einem meiner Helden rein. Jetzt wird gesagt. Dann kam der Game Gear, ich kann mich noch genau erinnern. Kämpfe an Daumen und Fingern und das Augenflimmern war noch tausendmal schlimmer. Denn kaum im Zimmer schon war Sonic auf dem Flickprogramm, bis Mama mich erwischt hat und mir wieder auf die Schliche kam und ihn dann mit sich nahm. Es war der Sega mal weg, doch kein Problem, ich und mein Bruder kannten jedes Versteck. Mit Räuberleiter ganze Berge erklomm, denn meistens war er zwischen Papas Socken und auf dem Kasten neben dem Bett. Heiligabend, meine Schwester wollte ein Puppenhaus und Wunschstifte. Bei uns stand Groß Batman und Robin auf der Wunschliste. Stattdessen lag dann dieses Bäckchen unterm Weihnachtsbaum. Mein Bruder sah mich an, wir konnten es beide nicht glauben. Es war der Super Nintendo, dabei war Mario Kart. Ich weiß noch, wie mir mein Vater diese Banane nachwarf. Er ging in Führung und er dachte, das war's. Was für ein Spaß, als er dann sah, wie ihn knapp vor dem Ziel mein Panzer noch traf. Er war ganz schön im Fahrt. Oft hab ich keine Lust mehr, ich selbst zu sein, ich selbst zu sein. Dann schlüpfe ich einfach in die Rolle von einem meiner Helden rein, um nicht ich selbst zu sein. Denn manchmal wird mir alles zu viel und ich muss weg. Mir wird die Welt zu klein. Dann schlüpfe ich einfach in die Rolle von einem meiner Helden rein. Mit der Nintendo 64 wurde jedes Spiel zum Zocker-Event. Was für eine Grafik, wenn ich an das alte Bomberman denk. Und wurdest du von einem Holzfass schon mal Richtung Wolken gesprengt? Warst du genau wie ich ein Donkey Kong Fan? Plötzlich war alles in 3D und auch der Gamer war out. Zu dieser Zeit machte Sony nämlich die PlayStation raus. Ich saß mit Freunden zu Hause mit Chips bequem auf der Couch und war der Beste bei Tony Hawk, falls du eine Nachhilfe beim Skateboarden brauchst. Damals reichte mein PC für Age of Empires. Heute hab ich Zubehör von Razer und Sennheiser. Und nun seit kurz nach meiner Freundin auch ne Video. Bei einem echten Männerabend bleibt sie außer Betrieb. Die Xbox One, sie wird bestimmt in meinem Wohnzimmer sessert. Nur die Konsole, nein, ich finde auch der Controller ist besser. Und willst du wirklich wissen, warum die PlayStation nichts für mich ist? Ich kann's dir sagen, weil es Halo halt einfach nur für die Xbox gibt. Oft hab ich keine Lust mehr, ich selbst zu sein, ich selbst zu sein. Dann schlüpfe ich einfach in die Rolle von einem meiner Helden rein, um nicht ich selbst zu sein. Denn manchmal wird mir alles zu viel und ich muss weg. Mir wird die Welt zu klein. Dann schlüpfe ich einfach in die Rolle von einem meiner Helden rein. Jetzt wird gezockt. Oft hab ich keine Lust mehr, ich selbst zu sein, ich selbst zu sein. Dann schlüpfe ich einfach in die Rolle von einem meiner Helden rein, um nicht ich selbst zu sein. Denn manchmal wird mir alles zu viel und ich muss weg. Mir wird die Welt zu klein. Dann schlüpfe ich einfach in die Rolle von einem meiner Helden rein. Jetzt wird gezockt.